Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück bei unserem jungen Herzog Zentol, der, wie es den Anschein macht, relativ glückliche und zufriedene Kindheits- und Jugendjahre hier in der Provence verleben kann. Zumindest gibt es nicht solche schrecklichen Angriffe und Aktionen gegen die Dynastie, wie wir sie schon erlebt haben bei seinen Vorfahren. Allerdings ist die dynastische Situation relativ kompliziert geworden und ich finde, ich möchte mich am Beginn dieser Folge mal kurz mit den verschiedenen Verwandtschaften und was die gerade so treiben beschäftigen, weil das für die Zukunft wichtig sein kann und weil es dort ein paar sehr interessante Entwicklungen gibt. Als erstes beschäftigen wir uns mal mit Judith Unruhrchinger, an die ihr euch sicher erinnert. Und ich weiß gar nicht so richtig, der Verwandtschaftsgrad ist doch folgendermaßen. Also sie war verheiratet mit unserem ersten Herzog, Angel Botto. So, inzwischen ist sie wieder verheiratet, interessanterweise verheiratet mit einem Babenberger, so wie wir ja jetzt auch. Also sie hat gewissermaßen auch die Seite gewählt, die wir auch gewählt haben. Ist ja in gewisser Weise ihrem Haus abtrünnig geworden, weil sie auch den Mordanschlag mit unterstützt hatte. Wie auch immer, diese Judith, was ist sie eigentlich? Sie ist die Urgroßmutter, glaube ich, vom jetzigen jungen Herzog. Ja, also die befindet sich komischerweise noch in dem Gebiet des Herzogtums von Friuli, ist aber verheiratet mit Adalbert Bamberger, der wiederum aber keine Ländereien hat. Genau, deswegen ist er zu ihr gekommen. Er hat ein paar Ansprüche und ja, sein Vater ist jetzt auch nicht so der wichtigste Mann. Das heißt, er ist nicht direkt jetzt hier in der Herzogserblinie, aber dennoch interessant zu wissen, dass sie nochmal verheiratet ist. Das ist das Erste. So, das Zweite ist die Mutter, unsere Mutter selbst. Patruina Gattonis de Cantabria. Sie ist ja erst 29 und sie kann neu heiraten. Ich habe das schon mal angesprochen, aber ich denke, diese Sache, die sollten wir doch nicht auf die lange Bank schieben, weil das uns tatsächlich nochmal ein gutes Bündnis hier bringen könnte. Eine unerwartete Bündnismöglichkeit, die unsere Position absichern wird. Und ich denke, ja, unser Tutor und der Ratskanzler, der wird das sicher auch sehen und arrangieren. Und es gibt hier meines Erachtens eine sehr interessante, gute Wahl. Wobei ich sehe auch gerade tatsächlich, es gibt sogar die Möglichkeit, sie mit dem Herzog von Aquitanien zu vermählen. Der allerdings gar nicht so stark ist, aber natürlich nah bei ist. Warte mal, das gucke ich mir nochmal ganz kurz an, ob uns das weiterhelfen würde. Relativ nah an unseren Besitztümern. Und bedeutsam, weil es im Westfrankenreich ist. Wisst ihr was, das gefällt mir fast sogar noch besser. Ich hatte ansonsten jemanden aus Bayern ins Auge gefasst. Beziehungsweise, ich glaube, nee, sogar jemand aus Österreich, entschuldigt. Aber das finde ich fast noch die bessere Wahl. Wir machen das. Das bringt uns immerhin ein Bündnis mit 1100 Mann und ist auch eine hoch ehrbare Sache, denke ich mal, für sie auch. Ja, man könnte fast schon sagen, ein Aufstieg. Knapp ist das auch nur möglich. Ja, den Vorschlag werden wir abschicken. Schöne Sache, denke ich. Okay, das sichert unsere Position ein bisschen. Dann will ich auf die nächste Verwandtschaft eingehen und das ist Gräfin Reisenda. Gräfin Reisenda, die ist, jetzt muss ich kurz mal drauf achten, die ist unsere Tante. Sie ist 6, sie ist jünger als wir selbst, aber unsere Tante. Ja, hier gibt es einige spezifische Verwandtschaftsverhältnisse. Und normalerweise hätten wir für sie noch eine Mitgift geben müssen. Aber durch Erbschaft ist sie jetzt selber zur Gräfin der Lombardei geworden. Und da fällt für mich die Notwendigkeit einer Mitgift weg, weil sie selber jetzt Besitz hat, benötigt. Also sie hat quasi schon ihren Erbteil irgendwie erhalten. Und sie kann sich selbst unterhalten, ihre Ehe unterhalten damit. Also ich denke, das fällt raus für uns. Um diese Mitgift brauchen wir uns nicht zu kümmern. Das ist die wichtige Sache. Sie ist verlobt mit Simon Bosoni. Das ist der Sohn dieses manchmal vielleicht etwas problematischen Grafen Simon. Okay, der wird vielleicht auch noch eine Rolle spielen. So, das wäre diese Geschichte. Dann gibt es Bruni Senda. Bruni Senda ist einerseits mit uns verwandt. Das ist diese Dame hier. Und zwar auf welche Art und Weise? Sie ist die Schwester von Erlulf. Erlulf ist unser Großvater. Das heißt, sie ist unsere Großtante, nicht wahr? Und sie als Großtante ist
nur 4 Jahre älter als wir selbst. Das ist auch ganz lustig. Okay, das ist insofern interessant, weil sie auch noch nicht erwachsen ist und sie erst unser Opfer gewesen ist, aber inzwischen zu einer Freundin geworden ist. Das ist ganz spannend. Und was noch spannend ist, dass sie ja verlobt ist mit Bonifacio. Und Bonifacio ist inzwischen, ich weiß gar nicht, ob wir das schon realisiert haben, zum Herzog der Toskana aufgestiegen. Allerdings unter schwierigsten Verhältnissen offenbar. Er ist verwundet, einbeinig, ein Trunkenbold und ein Trostfresser. Nun gut, aber ansonsten hat er sich edel und treu zum König verhalten. Es gibt, glaube ich, keinen Grund, warum wir dieses Verlöbnis irgendwie auflösen sollten. Wenn das in einem Jahr dann zur Hochzeit kommt, werden wir für sie allerdings die Mitgift zahlen müssen, weil sie an unserem Hofe und quasi unter unserem Schutz steht. Sie ist übrigens lesbisch. Das nur auch noch als Hinweis. So, so viel zu Brunisenda. Dann, ja, ich glaube, das waren jetzt die wichtigsten, die ich erwähnen wollte. Genau. Dann kommen wir nochmal zu diesem Krieg, in dem wir jetzt verwickelt sind. Das ist nämlich auch eine interessante Kiste. Also wir sind über unsere Mutter da verwickelt. Es ist der Krieg gegen die Königin Ermenisinda. Und Angreifer ist tatsächlich auch unser direkter Verwandter, nämlich der Vater unserer Mutter. So, Infant Gaton, der ist 56. Der ist der Ratskanzler der Königin Ermisinda. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Der Hintergrund ist folgender. Diese Ermisinda ist in gewisser Weise eine Thronräuberin. Und zwar war das Königreich Asturien die ganze Zeit in der Hand der de Cantabria und wurde auch ererbt vom Infanten Nuño der Cantabria. Und sie hat sich durch eine Fraktionsforderung installiert im Jahr 888. Und unser Verwandter jetzt, der wiederum ist auch ein de Cantabria. Ja, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Genau, er. Und will jetzt also seinen Mann aus seiner Dynastie dort wieder zum König machen. Die sind zwar nicht direkt verwandt, aber Teil der Dynastie. Das ist der Hintergrund. Und insofern denke ich, dass ich hier nicht ausschließen will, dass unsere Armee dort mithilft, aber ich denke, wir werden es mal beobachten, ob das wirklich nötig ist. Also, die Fäden zieht ja jetzt im Moment Teodoro und Teodoro schätzt das so ein Jahr. Das ist durchaus ein relevantes Ziel, dass die Familie unserer Mutter hier wieder das Königreich erhält, aber nicht, nicht zwingend, dass wir sofort die Armee schicken. Wenn sie nötig wird, dann tun wir das. Soweit, um jetzt mal die Lage wieder ein bisschen einzuordnen. So, dann denke ich, werden wir der Ratsspitzelin wieder sagen, dass sie die Komplotte stören soll. Im Moment haben wir auch nichts am Laufen. Und ich denke, es ist an der Zeit, es gab nämlich keine Probleme hier mit Graf Simon, dass wir jetzt wirklich aus Kostengründen unseren Leibwächter entlassen. Kostet uns zwar eine Menge Prestige, aber die Kosten sind einfach zu hoch. Er wird entlassen. Aberkennen. Würde eigentlich das wechseln? Das kostet dann vermutlich kein Prestige. Ah, okay, alles klar. Naja, wir machen das mal. Das war eine Sondergeschichte des paranoiden Herzogs. Und damit ist erstmal alles soweit erledigt. Wir gucken mal, das Bündnis mit Aquitanien ist geschmiedet. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Hier, das ist noch ein Krieg unseres Königs, aber den wird er bestehen. Wir schauen mal, ob sie auch ihre Verbündeten hier mit reinholt. Im Moment ist das nicht der Fall und dann müsste die Seite der Angreifer deutlich überlegen sein. Aber wir werden in einen erneuten Krieg, okay, in einen Relikte-Zurückeroberungskrieg ernsthaft vom Herzog von Aquitanien, da haben wir uns ja jetzt einen Bündnispartner gesucht, gegen den Jarl der Bretagne. Okay, die Bretagne ist ein Jarltum geworden und die haben ihm irgendein Relikt geklaut. Ist ja lustig. Sehen wir auch welches? Sehe ich zumindest hier nicht. Ja, mal gucken. Wir nehmen das natürlich auch an und ja. Das ist natürlich eine Frage, ne? Also ich meine, wenn ich irgendeinem Krieg beitrete, dann doch lieber der, wo es die direkte Verwandtschaft betrifft. Wir gucken mal. Relikte, Rückeroberungskrieg. 1594, das heißt, er braucht uns eigentlich. Eieiei. Okay, ihr nehmt alle christlichen Artefakte. Die Sandalen von Jesus, es geht um die Sandalen von Jesus Christus. Oh mein Gott. Das ist natürlich schon eine Hausnummer.
Gut, weil dort unsere Truppen gebraucht werden, denke ich, schicken wir unsere Soldaten dann auch dorthin. Hier scheint das eine relativ klare Sache zu sein. Ich denke, wir sollten auch in solchen Fällen tendenziell bündnistreu sein, wenn es nicht irgendwas ganz Konkretes dagegen spricht. Ich muss aber hier kurz noch überprüfen, wer jetzt eigentlich bei uns Ritter ist, wer kämpft. Ich glaube, unser junger Herzog würde gerne kämpfen. Es gibt auch niemanden, dem wir das verboten haben, aber natürlich wird er als Kind nicht mitkämpfen dürfen. Ja, dann bewegen wir uns mal dorthin. Wir heben hier alle Truppen aus und werden die unserem Verbündeten zur Verfügung stellen. Wer führt die Armee an? Das ist die große Frage. Carlo, unser Ratsmarschall, ja, ist vermutlich auch der Beste jetzt in dieser Situation. Okay, Carlo, wie kommst du jetzt dahin? Die sind schon dort, so wie es aussieht, ne? Armee von Angoulême? Ist das die Armee? Bin mir nicht ganz sicher. Ja, doch, doch, ist die Armee. Dann bewegen wir uns, ja, vermutlich müssen wir auch auf hohe See gehen, oder? Wir gehen auf dem Landweg, ist günstiger. Wir bewegen uns erstmal nach Aquitanien. Da kommen wir problemlos hin. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Bleibt es so, dass wir hier unten... Ja, es bleibt so. Da sind die Verwandten überlegen. So, eine weitere Fraktion hat sich gegen den neuen König gebildet. Eine Unabhängigkeitsfraktion, Herzogin Ansia. Die Herzogin von Spoleto, die übrigens immer noch unverheiratet ist. Der Grund ist, dass sie natürlich nicht patrilinear heiraten möchte. Deswegen lehnt sie alle relevanten Anfragen ab jetzt. Theoretisch hätten wir sie auch heiraten können, aber dann nur matrilinear, was natürlich ein Ding ist. Ja, das ist ganz spannend. Die ist ja sehr selbstbewusst hier. Paranoid, ehrgeizig, zynisch. Will sich unabhängig erklären. Und sie ist nicht schwach und hat mit Herzogin Anselberga auch noch eine relevante Verbündete. 1800. Wir wissen ja, dass der König nicht sehr stark ist mit seinen 2000 Männern. Okay, also, Italien, da geht's wirklich hoch her. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Königreich so wirklich langfristig Zukunft hat. Aber das sage ich jetzt nur unter uns so. Okay, wir bewegen uns dahin. Was macht er denn hier eigentlich? Sag mal, was macht er denn da? Warum geht er nicht an Land? Ist er des Wahnsinns? Wartet er auf uns? Ich meine, wenn er jetzt an Land geht, verliert er natürlich eh die Schlacht. Da muss er sich schon ein bisschen cleverer anstellen. Okay, jetzt haben wir, dass das Brunissenda heiratet. Und das ist der Moment der Mitgift. Okay, gut, wir stimmen natürlich zu. Die Hochzeit findet statt, ausgezeichnet. Brunissenda ist im Übrigen auch unsere Freundin. Und jetzt werden wir also hier die Mitgift entrichten. Und die 50 zahlen. So weit, so gut. Weitere offene Mitgiften haben wir nicht. Das nächste ist, dass wir eine bekommen, wenn hier in 7 Jahren Ilse erwachsen ist. Mal sehen, was dann ihr Haus sich leisten kann. So, die kommen jetzt offenbar zurück. Das ist schon mal eine gute Sache. Das heißt, wenn sie hier an Land gehen, dann scheint das doch ein bisschen koordinierter zu laufen. So, und jetzt, wir wollen jetzt eigentlich hier nicht die Kriegsleitung übernehmen, ehrlich gesagt. Oh, Simon trank sich zu Tode, der Graf. Naja, das ist doch nicht schlecht. Ich würde mich gerne einfach ankoppeln und dann macht was draus, ne? Ja, also ich sehe uns jetzt hier nicht als Anführer in diesem Krieg. Das nächste Spieltreffen ist verfügbar. Und wir müssen einen Ratsverwalter wählen. Aber erstmal schauen wir, was denn hier los ist jetzt in der Grafschaft. Ja, das ist der junge Graf Simon, der mit Gräfin Raisenda, unserer Tante, jetzt verlobt ist. Und jetzt müsste es doch die Möglichkeit eines Bündnisses geben, oder? Nee, gibt's nicht. Die Verwandtschaft ist zu entfernt. Ja, okay, alles klar. Naja, gut. Geht seinen Gang. Ach so, das ist ja auch noch eine Verlobung. Wenn sie verheiratet sind, dann könnte es vielleicht gehen. So, jetzt ist die Frage, das ist natürlich ein mächtiger. Ich denke, im Normalfall ist es Staatsräson, dass wir die mächtigen Vasallen in den Rat nehmen. Aber er ist nun leider ziemlich untalentiert in so gut wie allen Dingen. Schwierige Entscheidung. Wir gucken mal kurz. Was gibt es noch? Einen Ritter, 13. Der wäre ein guter Ratsverwalter.
Auch er könnte den Ratsverwalter machen. Vielleicht machen wir ihn zum Ratskanzler. Ach, der junge Simon. Aber ich finde, wir sollten ihn integrieren. Oder wir nehmen Carlo raus. Carlo führt zwar gerade die Armee. Aber ich glaube, Carlo ist der Unbedeutendste. Ja, wir machen das so. Oder hat Carlo noch Carlo ist auch ein relevanter Verwalter. Das ist ja gar nicht so schlecht. Passt auf, dann machen wir das so. Graf Simon wird Marschall. Da kann er sich dann auch beweisen, finde ich ganz gut. Und Carlo wird Ratsverwalter. Er bleibt also im Rat. Hat uns da ja auch gut gedient. So, und die marschieren jetzt ernsthaft nicht los, obwohl sie überlegen sind. Was ist das denn für eine Kriegsführung? Das ist euer Krieg hier. Und das kostet aber unser Geld. Ich bin entsetzt, ey. Was machen wir denn jetzt? Kommen die jetzt hinterher, wenn wir marschieren? Okay, sie kommen noch nicht mal hinterher. Pass auf, ich werde mir das jetzt 3 Monate angucken. Wenn die dann die Sache nicht nutzen, dass wir ihnen hier helfen, dann schicke ich unsere Soldaten zurück. Dann sind sie selbst schuld. Okay, Lehnsherr hat Krieg gewonnen. Das ist dieser Unabhängigkeitskrieg von Korsika gewesen. Und, sehe ich das richtig? Warte mal. Warum? Was ist denn hier passiert in der Toskana? Nee, Quatsch. Lehnsherr Toskana? Okay, warte mal. Das Ganze gehört jetzt zur Toskana. Das war vorher, glaube ich, nicht, ne? Hat er da irgendwas zerstört? Okay. So, eine Cousine wurde gefangen genommen. In Asturien. Wie ist der Stand dort? Er sieht gut aus. Okay, alles klar. Wir gucken uns das hier, wie gesagt, nochmal so 3 Monate an. Da kommt noch ein Mann Verstärkung. Wahrscheinlich ist es der Ritter, auf den alle gewartet haben. Aber nein, das ist nicht der Fall. Onkel wurde gefangen genommen. Okay, auch in dem anderen Krieg. Aber da ist jetzt schon 99% Kriegsstand. Das wird gut laufen. S steht für Sprache. Mein Vormund Teodoro unterrichtet mich gut. Manchmal höre ich ihn vulgär Italienisch sprechen. Die Sprache, die er zu Hause spricht, denke ich. Auch wenn er meistens vulgär dockisch mit mir spricht, versucht er auch, mir etwas von seiner Muttersprache beizubringen. 2 Sprachen im Kopf zu behalten ist schwer, aber vielleicht ist es die Mühe wert, immer wieder dieselben Entscheidungen für unseren jungen, verspielten Herzog. Ja, ich denke, ich werde erneut würfeln. Und ich würfle wieder eine 6. Ganz eindeutig, unser Herzog geht lieber spielen. Oh mein Gott, was für eine Chancen für sein Leben verpasst er. Hilfe von außerhalb. Es scheint, als hätten meine Studien der vulgär italienischen Sprache auch die Ohren von Graf Suppo von Ferrara, mit denen hatten wir noch gar nichts zu tun. Okay, ist Teil von Spoleto, okay. Er spricht Italienisch als Muttersprache und bietet mir an, mir bei meinen Studien zu helfen. Ich verlange nicht mehr als eine symbolische Belohnung für meine Mühen, mein Herzog, sagt er, die Lippen schürzend. Okay, so, Gold könnten wir zahlen, aber das kommt nicht in Frage. Gefallen? Wartet mal. Großzügig. Wobei, das ist kein Akt der Wohl- und Mildtätigkeit, würde ich sagen. Großzügig ist nicht verschwenderisch, habt ihr mir auch mit auf den Weg gegeben. Das ist wohl der Fall. Ja, ich würde sagen, wir würfeln mal zwischen diesen 3 Varianten. Ansonsten, angesichts unserer Finanzen, hat da mit Sicherheit jemand einen Blick auf die Kasse und wird das nicht erlauben. Ich würfle eine 3 und das heißt, ihr seid so selbstlos, mir anzubieten, ohne Gegenleistung dabei zu helfen. Wir versuchen ihn zu manipulieren. Ich meinte, wir sind herrisch, das kann man vielleicht auch so machen. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, tatsächlich, wir haben ihn erfolgreich überredet,
sodass das Ganze schneller gehen wird. So, jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen. Unsere Truppen scheinen hier nicht geschätzt zu werden. Wir werden unsere Armee wieder auflösen. Dann ist es eben so. Okay. Und hier die 99%. Ja, hier wird die Belagerung. Ja, okay. Der Sieg ist da. Das heißt, da gibt es einen neuen König. Genau. Infant Nuno, oder? Okay, er hält das Königreich tatsächlich. Und sie wird Vasallen. So, dann hoffe ich mal, dass unser Verwandter dann dort auch seinen Platz im Rat erhält und so weiter. Judith ist verstorben. Judith Unruhchringer. Ja, die war ja auch, schaut euch, besessen, Trunkenbold, Hexe. Mit der war ordentlich was los. Nun ja, dann nehmen wir sie hier raus, soweit. Ja, prima. Dann scheint ja erstmal alles nach wie vor relativ geordnet abzugehen. Ich denke, dann ist der Moment gekommen, wo wir mal wieder ein Spiel treffen. Ins Leben rufen können, einladen können dazu. Gucken wir mal. Das sind ja alles die jungen Wilden hier im Königreich. Oh nein, der König wird erneut angegriffen. Und diesmal durch... Ach, Schreck. Warte mal, das ist jetzt wichtig. Bonifacio, mit dem ja unsere Freundin und... Ich vergesse es jedes Mal. Und Großtante verheiratet ist. Der greift jetzt den König an. Warum greift er ihn an? Weil er wiederum Giselle, die Nonne, auf den Königsthron heben will. Was ist denn das für eine verrückte Geschichte? Was soll denn eine Nonne auf dem Königsthron? Es sieht aber so aus, als ob Bonifacio die Macht hat, das auch durchzusetzen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich meinte, wir sind jetzt, glaube ich, in dieser Situation ein bisschen in der Zwickmühle zwischen der Loyalität zum Herzog von Toskana gegenüber aufgrund der Hochzeit und der Loyalität zum König, die wir noch nicht so richtig aufgebaut haben, ne? Als Kind, er ist noch nicht lange König, hat sich noch nicht so bewährt. Ich denke, wir werden uns aus diesem Konflikt raushalten. So, aber erstmal das Spiel treffen. Alle sind hier, als all die kleinen Fürsten und Damen in den Raum geführt werden, werde ich immer ausgelassener und fröhlicher. Ich bin begeistert, dass Violante, Tochter von Graf Raniero Johannes von Mantua und meine Tante Reisenda von Lombardia beide gekommen sind. Ganz zu schweigen davon, dass Herzog Adalbero es auch geschafft hat. Ah, Adalbero, das ist der Unruhchringer, der junge Herzog. Haha! Aber unser Opfer ist nicht dabei. Unser Quälgeist, entschuldigt, wir haben ja kein Opfer. Na, vielleicht noch. Okay, das Spieltreffen beginnt. Wir gucken, was passiert. Prinz Ebon von Tortona. Oder Ebon von Italien. Den müssen wir uns, glaube ich, mal genauer anschauen. Ah, okay, das ist ein Bruder des jetzigen Königs. Und Sohn von Ludwig. Aha, der ist auch dabei. Und ich unterhalte uns über das Leben am Hof und die jüngsten Gerüchte. Und ich habe Folgendes gehört. Herzogin Brunisenda praktiziert die Hexerei. Ich will mich gerade noch im Zaum halten, doch es ist zu spät. Ebon hat alles gehört. Okay, achso, wir haben das ausgeplaudert. Wie peinlich. Okay. Ich werde alles tun. Wenn ihr es jemandem sagt, dann werde ich euch wehtun. Also, herrisch und tapfer, da passte diese mittlere Sache, glaube ich, nicht so gut. Das hier passt ganz gut zu herrisch, nicht so sehr zu großzügig. Ich würde sagen, wir werden einfach das mal würfeln zwischen der ersten und der letzten Option. Beides ist denkbar. Und ich würfle eine 2, das heißt, er sagt dann eher, ups. Ich glaube, unser Herzog ist ein bisschen tump in manchen Situationen. Vater-Mutter-Kind spielen. Herzogin Anselberger von Capua tritt mit einem Haufen Tuch in den Armen an mich heran. Als sie ihn vor mir auf den Boden fallen lässt, merke ich, dass es Gewandungen sind für Erwachsene. Lasst uns Vater-Mutter-Kind spielen. Okay, nur wenn wir die Eltern sind. Na sicher, und Irnerius ist der Hund. Irnerius?
Landolfidi. Okay. Ja, mit dem hatten wir, glaube ich, noch nichts zu tun. Das ist doch Kinderspielen wie lieber Schach. Schach. Nee, Schach passt zu uns definitiv nicht. Ich würde sagen, zwischen den ersten beiden Optionen werden wir mal auswürfeln. Ich sprach ja gerade von der Tumpheit, da passt das nicht. Ich würfle eine 3, das heißt, nur wenn wir die Eltern sind, okay, damit nähern wir uns einer Freundschaft mit dieser Herzogin. Also im Networking ist er ganz gut, würde ich mal sagen. Wie, Spieltreffen der Fürstbischof, ist er auch dabei? Wird er mitspielen? Igitt. Wir erforschen das örtliche Gotteshaus, als er Nereus, Sohn von Gräfin Francesco von Como und ich jemanden stoßen. Es ist mein Fürstbischof Benedikte umgeben von Schriftrollen. Das sind Tagebücher aus lange vergangenen Zeiten. Habt ihr Interesse an derlei Dingen? Wir wollen ihm mal... Ach, ich weiß nicht so richtig. Ehrlich gesagt, also nach all dem, was wir bisher von ihm erfahren haben, er hat immer keinen Bock darauf, die Sprachen zu lernen, geht immer spielen. Nee, das passt nicht. Da würfel ich jetzt auch gar nicht. Wir folgen mal dieser Linie eher. Nein, ich habe Interesse daran, dass ihr uns Abenteuergeschichten erzählt. Das findet Benediktor richtig doof. Aber eine Freundschaft mit Irnerius kommt näher. So, der Spaß geht zu Ende. Also die Spieltreffen, die sind ja echt sehr relevant, muss man mal sagen. Es tat gut, eine Weile lang alle Verantwortung zu vergessen. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Prestige bringt das ja auch ordentlich. Und ja, dann gucken wir mal, wie sieht's hier aus. Ja, 1792 gegen 3248. Wenn das so durchgeht, dann wird diese Dame hier Königin von Italien. Sehr, sehr, sehr skurrile Entwicklung. Schauen wir mal. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.